Regionale Selbstversorgung ist uns absolut klar. Jedem, der Bezug hat zu der biologischen Landwirtschaft, und ich selbst habe ich also über 20 Jahre an Biobauernhöfen mitgemacht, hier in Allgäu, in Thüringen, im Bodensee also, auch an Kanarischen Inseln und auf Kreta, muss ich sagen, es gibt kaum eine bessere Art, als eine Region wirklich kennenzulernen, als durch Mitarbeit an so einem biologischen Hof. Ja. Man hat Sicherheit, man hat Wohnen, man hat Essen, man hat Zeit, man hat überhaupt Kraft, die Region zu erkunden. Ja. Also so könnte mir das vorstellen, dass wir hatten Pläne damals gehabt. Ja, was habe ich gemacht zum Beispiel? Ich habe in den Fitnessstudios in Konstanz habe ich einen Anschlag gemacht, überall. Kartoffelernte am Bauernhof. Kommt, richtige Fitness zu betreiben. Ja. Wir machen richtig, die Männer arbeiten, dann essen wir Kartoffeln zusammen und dann bekommt jeder auch Kartoffel als Lohn. Ja. Ergebnis, es kamen, alles waren unsere Freunde von den Fitnessstudios. Sind keine wahren Bodybuilder gekommen, die ihren Körper einspannen wollten. Aber ich sage, mindestens sollen die alle die Fitnessgeräte an Batterien antreiben. Die radeln da und joggen und ziehen und drehen nachts und abends. Alle die Männer, die sonst nicht in realistischen Berufen arbeiten, ne, um ihren Körper zu stehlen, ne, anstatt in der Landwirtschaft zu arbeiten. Da könnte jeder, es müsste sogar gar nicht organisiert sein. Es wäre also jeder, der Lust hat, geht mal zu diesen Höfen in der Übergangsphase, bevor er dann auf den Geschmack kommt, bevor er seinem eigenen anfangen will. Da könnte jeder, der Lust hat, sofort Radl fahren auf den Hof und die Leute wären bereit und sagen, hier, da wäre immer einer, der von der Stadt angestellt ist, der möglicherweise auch landwirtschaftlich gebildet ist. Ich würde sagen, okay, ich bin hier, wenn Städte kommen, ich leite die an. Das ist mein Job. Und die Städte werden, die Krankenkasse werden zufrieden, die Leute werden gesund, die ganzen Krankheiten werden reduziert, Psychiater werden arbeitslos, ne? Weil die Leute werden geerdet und wieder mal. Psychiater werden arbeitslos, ja. Gut, also das ist also, meine Damen und Herren, völlig zu bejahen, ja, auch nur aus auf den finanziellen Gründen, weil wenn wir alle krank werden, dann brechen die Krankenkassen zusammen. Ja. Die Krankenkasse steht auf dem Prinzip, wenige sind krank, viele sind gesund und zahlen. Ne? Ja. Wenn alle krank sind und die Heilung enorm teuer wäre, ja, dann muss das zusammenbrechen finanziell. Also regionale Selbstversorgung, was das für die Natur tut, ist ganz klar. Schonung der Natur, was es für den Transport tut, ist wunderbar. Schonung der Entfernung, also keine großen Entfernungen werden gefahren. Ja. Oh yeah. Was es für die Vielfalt der Erlebnisse für die Touristen macht. Ne? Die Touristen kommen dann, um tatsächlich eine spezifische regionale Küche zu haben, spezifische regionale Lebensart und Kunst und Tradition zu genießen. Diese Gleichmacherei, die mit der sogenannten McDonaldisierung Europas vorangetrieben wird und diese europäische Gleichmacherei, das ist sicher nicht gut. Ne? Mhm. Gut, regionale Selbstversorgung. Leben mit freundlichen, liebevollen Nachbarn, das ergibt sich von alleine dann, wenn das langsam Schritt für Schritt verwirklicht wird. Bedingungsloses Grundeinkommen, ja, das wird kostenloses Wunschhaus. Das wird von allen, mit denen ich darüber spreche, angezweifelt, woher kommt das Land. Also das Land ist hier verteilt, traditionell schon verteilt. Ne? Das sind Erbschaften. Das ist eine Kulturlandschaft, die seit Jahrhunderten in privaten Händen ist. Ne? Und zugleich auch zu betoniert. Ne? Viel zu betoniert. Also wie stellen Sie sich vor,
dieses Wunschhausen-Grundstück überhaupt zu organisieren. Ja, erst einmal schauen wir, was wir da haben in Konstanz. Also viele Flächen, die zwar unter Naturschutz stehen, aber die Frage ist natürlich Naturschutz von wem? Von den bösen Menschen. Ich bin der Meinung, wir sollten die Menschen ein bisschen umerziehen und in die Natur bringen, dann braucht man keinen Naturschutz mehr. Meinst du dieses Militärschutzgebiet da Richtung? Ja, also viele Naturschutzgebiete hier um die Gegend. Also es ist, eigentlich sind die Naturschutzgebiete dazu da, um den Menschen von der Natur abzuhalten. Aha. So sehe ich das. Ja, weil der Mensch sozusagen Schädling geworden ist. Geworden ist, genau. Der kann ja wieder so werden, wie er früher mal war, vor der Christenzeit. Ja. Eigentlich haben ja die Kirchen das meiste Land unter sich jetzt aufgeteilt. Aha. Hier auch noch am Bodensee? Überall, in ganz Deutschland, in Europa, ja, gehört das meiste Land in Kirchen. Aha. Und das ist meiner Meinung nach falsch. Ja. Und man muss gucken, wem gehört das Land, muss das öffentlich machen. Ja. Und dann können die Menschen sehen, was wem gehört. Und dann würden sie auch vielleicht in den Kirchen nicht mehr so viel spenden, wenn es denen gereicht ist. Die betteln und jammern immer nur, aber in Wirklichkeit ist die katholische Kirche die reichste Institution der Welt. Ja, also durch politische Diskussion und Öffentlichkeitsarbeit den Sinneswandel bringen und dann, wenn er tatsächlich durch 2000 Jahre hat die Kirche versucht, die gleiche Macht zu gewinnen wie die Herrscher. Mehr, ja. Die hat immer mehr Macht bekommen mit der Zeit durch die Abgaben. Die hat ja keine Steuern zahlen müssen, niemals. Und die anderen müssen Steuern und Abgaben zahlen. Ja, der Zeitgeist ist dann günstig, weil die christlichen Dogmen sind ja seit Jahrhunderten für intelligente Menschen nicht mehr glaubhaft und die Jugend von heute, die glaubt ja auch gar nichts mehr. Ja. Also dann, wie Nietzsche beklagte, schon seit 2000 Jahren keine neue Götter, beklagte Nietzsche in vielen seinen Schriften. Er hielt das für ein Zeugnis der Armut der Kultur, wenn es keine neuen Ideen gibt und keine neuen Götter. Weil die Götter sind natürlich nicht ontologisch vorkommende Wesen, die da irgendwo herumjauchzen auf den verschiedenen Astralebenen, sondern sie sind Archetype, die die Sehnsucht einer motivierten Menschheit als Ideale verkörpern. Also, wenn es neue Ziele gibt und neue Ideale, gibt es auch neue Götter, auch Vorbilder. Heute haben wir Fußballer oder Rocksänger. Oder wer ist noch ein Vorbild? Ja, jetzt hatten wir gesehen bei der Fußball-Europameisterschaft, wie die jungen Leute... Oft sind die Superreichen die Vorbilder, das stimmt, ja. Ja, das waren die Fußballer, habe ich gemerkt. Aber die Superreichen sind Vorbilder nur dadurch, dass die Medien die so gestalten, weiß, wie die Superreichen wirklich leben. Das weiß ja keiner. Ja, aber das Vorbild ist natürlich... Viele denken, wenn sie reich sind, dann sind sie glücklich, dann haben sie keine Sorgen mehr. Ja. Und das ist eher ein Druckbild, weil das viele Geld, das macht viele Neider und die Energie, die dann kommt, die ist echt super heftig. Damit werden die Superreichen auch kaum fertig. Ja, genau. Aber so, man weiß so irgendwie, wenn man dann länger lebt und die Schicksale der Stars beobachtet, das heißt, die brennen ja aus, die werden ausgelaugt, die verschwinden und wer bleibt, sind die unsichtbaren Drahtzieher. Die Finanziers, die Filmstudios von hinten finanzieren, die Leute, die Plattenfirmen besitzen und von denen manchmal gar nicht. Ne? Also gut, neue Götter, neue Vorbilder, die wirklich... Neue Weltbilder. Genau. Ja, das ist es, aber ich habe mir ehrlich gesagt diesen ayurvedisch-arischen Weltbild, der slawisch-arischen Weltbild angeschaut und der kurzen Einführung, die du mir gegeben hast über die 50 Seiten, und habe das mit einer gewissen linguistischen Schärfe gelesen. Das ist eine Übersetzung aus Russischem. Ne? Es waren auch viele russische Ursprungsworte und die Geschichte der Entdeckung bedacht, also dieses, jetzt wenn wir da ein bisschen ausschweifen von den praktischen Programmen in die theoretischen Hintergründe, lass uns das mal als eine geschlossene Kapitel machen, weil das ist wirklich was metaphysisch-philosophisches. Bleiben wir jetzt nochmal bei dem
was ursprünglich die Idee war, kostenloser Wunschhaus und bedingungsloses Grundeinkommen. Wir hatten jetzt gesagt, also durchdenken die Besitzverhältnisse des Landes, des Bodens hier, ja, und scharfes Auge auf das kirchliche Land, das Bedenken, was bedeutet eigentlich Naturschutz, ne? Dass wenn der Mensch nicht als Naturschädling betrachtet wird, dann kann es durchaus in den Naturschutzgebieten leben. Ja? Genau. Wie war es ja hier ursprünglich, 700, als der heilige Patrick, wie hieß der da, Pirmin, da mit seinen Freunden aus Irland kam hier, da war alles Naturschutzgebiet. Und sie haben hier sich niedergelassen. Es könnte mal wieder so werden, ungefähr.